Willkommen zurück zu einer weiteren Wahnsinnsfolge Back for Blood mit einem Mann, der wahnsinnig geworden ist, durchgedreht ist und böse, böse Dinge getan hat für diese riesige Lieferung Toilettenpapier. Kreis. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm, das Pferd im Teambereich zu waschen. Du hast ein Waisenhaus-Barbecue veranstaltet mit Kindern. Also, ja, aber die ist als Gäste. Nicht als Leckerlis. Das wird immer so fehlinterpretiert. Als Leckerlis. Es waren im Endeffekt nur Priester da und Kannibalen. War eine merkwürdige Mischung. Aus Christen und Kannibalen. Kannibalen-Christen. Kannibalische Christen. Kannachrist. Klingt ein bisschen wie eine Droge. Ja. Wow, ich baller mir heute wieder Kannachrist. Das ballert. Oh, das ist so ein Ding. Alter, ein Gickler. Da ist ein Gickler. Er kommt aus Den Haag. Steht. Er steht nur rum und gickelt. Ah, er lutscht mein Gesicht. Wow, ich werde von Zombies gerade penetriert. Aber er hat mich wieder ausgekotzt. Er hat irgendwie... Ich bin angegickelt. Guck mal, den kannst du hinten ins Loch reinschlagen. Hinten ins Rückenloch! Ich bin schon wieder eingenetzt. Irgendwie verliert ihr so einen Schmand. Ne, hier ist ein Schmandspucker. Toll. Jetzt haben wir nichts bekommen, oder? Was passiert eigentlich, wenn man den tötet? Ja, was passiert denn dann? Keine Ahnung. Besiegte Bosse 1. Also es war irgendwie ein Boss. Wir haben ihn besiegt, aber ich hab den noch nie gekillt. Ich hab den auch noch nie gekillt. Ich glaube, der kommt nur zum Lutschen und geht wieder. Denkst du, der kommt echt nur zum Lutschen und geht? Ja, ist wie Joan damals. Ja. Sweet Joan Alabama? Sweet Joan Alabama! Ja, der wohnt da wirklich in so einem Alabama-Gebiet. Ja, klar. Eben seine Schwester ist auch seine Mutter, ist eben ganz skurril. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Sein Onkelvater hat ihn. Mein Onkelvater und meine Schwestermutter haben ein süßes, süßes Baby gezeugt. Oh, hier ist ein ungewöhnliches Scharfschützengewehr. Und hier ist noch Banderolls. Oh, ich nehme mal hier die Pillen. Lass mich das mal machen. Oh, die Pillen batschen. Ein ungewöhnliches Met-Gewehr? Meine Pistole, aber das ist primär, ne? Ich habe eine Sekundärpistole, aber die Pistole tankt Scharfschützenmunition. Das ist eine Diegel. Ja, klar, oder? Das ist eine Diegel. Boah, hier ist noch Zeug drin. Oh, hier unterm. Schalldämpfer. Hier ist nochmal eine Diegel. Uff, eine blaue Diegel. Ist das eine blaue Diegel? Ich weiß nicht, ist sie besser als meine? Keine Ahnung, Diegel blau. Also, du musst immer gucken, dass du die Basics erhöhst, weil das ist immer besser. Knallfrosche hier. Weil mit der Zeit findest du ja immer wieder neue Aufsätze. Ich bleib jetzt hier bei einer Axt. Ich finde Nahkampf halt mega geil, weil du nämlich halt kannst dich einfach hochhalten immer schnell. Ich habe mir auch diese Karte mitgenommen, dass ich Geld sehen kann. Ich habe das Boot losgemacht. Warum? Jewish, if you got the balls. Ja, was bringt das jetzt, wenn man das Boot losmacht? Boah, was da alles kommt? Weiß es nicht. Uff, Big Boys. Wahoo! Ah, wir müssen zurück. Da ist das Boot, die Brücke. Ah. Bridgeboat. Bridgeboat. Le Bridge. Das ist so eine Penner-Siedlung, ne, wo wir hier sind. Ist so, ja. Meine Hobo-Siedlung. Was haben wir denn hier? Hobo Mark und seine Boys. Hobo Mark. Was ist denn mit Mark los? Was stimmt mit Mark nicht? Garantiert wieder. Noch ein Sprung ins Ungewisse. Ja, noch ein Sprung in Hundepisse? Ja, noch ein Sprung in Hundepisse. Hab ich auch ein Klassiker. Der vorne ist wieder so ein Wühler. Ja, da ist wieder so ein Butler da hinten. Oh, der jagt jetzt dich. Da hinten war noch so eine alte. Er ist tot! Was? Was hat's jetzt gebracht? Weiß ich nicht. Achtung, Luder. Luder in Anmarsch, hat er gesagt. Boah, ey, warum werde ich immer eingespermt? Bitte kratzt mich mal hier raus. Werde ich. Ich komme nicht übers Auto. Wir sollten zusammenbleiben.
Kommt noch ein dicker. Ich bin im Fluss. Ich auch. Ich bin in den Tod gestürzt. Wie fies ist das denn? Ich hänge hier unten. Du kannst mich vielleicht noch retten. Ich bin noch tot. Ach so. Kannst du nicht Jim übernehmen? Nee, du? Ja doch, klar. Mit Leertaste kannst du übernehmen, glaube ich. Also ich bin jetzt sie. Nee, ich kann nichts machen. Ich liege hier nur im Wasser rum. Oi, das ist nicht gut. Ich versinke langsam. Was? Irgendwer verblutet da. Nee, ist tot. Das war's. Hä? Oh, ist das fies. Ja. Und vorbei. Weil wir da am Rand an der Explosion standen. Ja. Verbleibende Leben null. Sind wir jetzt ganz raus? Ist jetzt alles gescheitert? Standen wir jetzt wieder bei null? Aber das wäre richtig böse. Kriegen ja Kupfer, habe ich plus bekommen. Okay, wir starten nochmal hier. Wir dürfen jetzt nie wieder scheitern. Das war unser letztes Leben für Akt 2, ne? Ja, du darfst jetzt hier nochmal eine Karte ziehen. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme mehr Gesundheit mit. Irgendwie, die hauen dich aus den Socken, die Viecher hier. Das war jetzt halt richtig Pech, dass wir da gestanden sind. Das war jetzt richtig Pech, dass wir halt zum Dings geflogen sind, ne? Aber die Waffe habe ich behalten? Ah, nee. Ist wieder auf... Nee, die Sachen sind wieder weg. Ich habe auch keine Heilung mehr. Auch das Upgrade ist weg. Hast du noch Geld für Offensivplatz? Dann hole ich nämlich hier das. Ja, Offensivplatz ist da. Ja, jetzt bin ich pleite. Was haben wir hier? Verbesserte Granaten. Hier meine gute Axt ist jetzt weg. Ja, das war ziemlich mies. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier... Oh, der Boss kommt jetzt auch wieder. Echt? Naja, steht doch hier oben. Na. Halt mega Pech. Ah, da ist er schon. Schieß ihm in den Rücken! Ich hack ihn in den Rücken. Er schluckt mich! Gib ihm nochmal hier. Er flieht! Komm, Bosse immer zweimal? Hey, guck mal. Ich hab dem jetzt so ordentlich Damage reingeschoben. Ja, aber irgendwie... Hab null gejuckt. Achtung, Bruce Danell. Dieser Partyarm, ne? Der Bruce und sein Partyarm. Achtung, hier kommt wieder ein Explodierender. Ey, diesmal sofort aufs Festland joggen. Ja. Sofort, instant. Ja, wir waren ja eigentlich auch schon auf dem Festland, aber... Ja, der Boss hat uns halt runtergedrückt. Seht, da geht's lang, aber schwimmen können wir hier nicht. Guck mal, diesmal ist die Kiste oben nicht. Mies. Nee. Baby Boy. Hier ist jetzt nur so eine Spaß-Axt drin. Ich nehme mal Knallfrösche mit. Damit kannst du sie halt ziehen. Knalli kannst du sie auf jeden Fall verschrecken. So, direkt das Boot runterschneiden. Und dann kommen sie jetzt hier. Ey! Warte da vorne mit dem Fass. Ey, wohin rennen die? Hast du Knallfrosch geworden? Ja. Warte, mach ich mal hier sowas. Wie sind die jetzt explodiert? Ich hab da ein Fass irgendwie getroffen. Was, wo? Wo ist ein Hocker? Wow! Da hinten in der Ecke. Boot ist da. So, nicht vergessen, jetzt schön so weit reinrennen. Also so weit vom Fluss weg wie nur möglich. Ja, aber guck mal, so eine Brücke hier könntest du auch ohne das Boot überqueren, jetzt mal ganz im Ernst. Also theoretisch, ja. Boah, die sind mad. Die sind richtig mad. Hier ist Muni. Ich gehe jetzt so weit weg, wie ich kann vom Wasser. Da ist wieder der komische, widerliche Boss. Ach, wie er läuft. Ja. Hack heißt der. Der alte Hack.
Alter, Hack will mich. Hacker sieht so komisch aus. Ey, immer noch hinter mir her, oder was? Ja. Der will mich haken. Hagi-Bär. Er buddelt sich wieder ein da hinten. Aber es bringt auch nicht wirklich was, ihn zu töten, leider, ne? Ne, irgendwie nicht. Achtung, Großmutter. Na, ist down. Großmutter Haggerfield. Du musst noch eine Kiste. Irgendwas ist komisch hier. Los geht's! Hier liegt ein Belgier. Hier liegt ein Belgier? Die heißt sie Belgian. Ich habe hier hinten Legendary Aufsatz gefunden. Warum ist es auf einmal so laut? Wer macht jetzt hier irgendwie Was ist das? Aber das ist eine fiese Klangschale. Boah, was ist hier los? Irgendwas ist da eben gerade weggeflippert. Alter, hört das auch mal auf? Ist das laut? Boah! Da ist er wieder. Hab ihn! Aufgescheucht. Den Hagi-Bär. Ist das hier so eine arme Leute-Siedlung? Trailerpark-Siedlung? Ich seh mir das mal an. Hier liegt auf jeden Fall jede Menge Cash drin. Alabama Cash. Alabama Cash a Match. Den hat's auch voll zerrissen. So ein Gefühl, dass es hässlich wird. Alabama Nüsse. Aber ich glaube, eine Alabama Nussmischung ist was Schlimmes. Ich glaube, sowas willst du nicht haben. Nee, wenn das auch sowas ist wie eine Hot Pocket, dann. Dinge aus Alabama würde ich immer ablehnen. Wenn dir jemand eine Alabama-Nussmischung anbietet, sag erstmal nein. Alter, Alter, wie die mich scratchen hier, was ist denn mit denen los? Dick mich! Lade nach! Dick mich? Was hier wohl drin ist? Oh! Ich mach. Ja, alles gut. Achtung, hier ist wieder so eine Spuckoma. Was haben wir denn? Ah, nice, ist tot. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Da vorne sind Birds. Ich habe hier so eine Tür aufgemacht. Boah, aber da Alter, ist hier Cash und Angeln. Abgeseilte hier drüben. Und Waffen. Abgeseilte, hat er gesagt. Eine Abgeseilte. Hey, du kannst dich heilen hinter dir, ne? Oh, geil. Erste Hilfe. Alter, der stand da einfach auf dem Tisch. Ich dachte, das wäre ein Bot. Der hat einfach auf dem Tisch rumgetanzt, der Dude. Naja, hier ist... Alabama-mäßig halt, ne? Deswegen gibt's doch auch so diesen, ja, ich weiß nicht, ne, so dieses Klischee, dass so die Girls aus Alaska werden eh alle Stripperinnen, weil es halt keine Jobs gibt, so. Ja, klar. Was willst du machen? Nur strippen. Und die Bewegung hält dich auch warm, ne? Ja. Stripp dich warm, ist ein allgemeiner Spruch, sag ich auch immer, wenn ich im Schnee feststecke mit Frauen attraktiv, sag ich immer, ja, stripp dich doch warm. Ich friere, ja, das strippt dich doch warm. Was soll denn diese Macho-Einzelgänger-Scheiße? Macho-Gehabe. Irgendwas giggeln, ne? Oh, hier ist auch wieder richtig Cash. Aber ich kann hier noch Picke dicken. Oh, guck mal hier, eine Tack. Hier ist eine blaue Vektor. Aber was für eine? Guck mal hier, eine fette Tack. Oh, und Karten gibt's hier. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Komm hier rein, hier ist Heilung und Karte. Und eine Tack, eine geile. Die sieht schon gut aus. Ja, aber die ist ja auch so abgesägt, ne? Die ist nicht sehr schnell. Und dafür würde ich meine AA-12 ungern weggeben. Ja, stimmt. Bruiser wo? Im Haus. Ja, die sind auch hier in den Trailer-Siedlungen. Trailer Bruce. Alter,
Ja, schon mal weg hier. Oh, hier ist ein Sprengsack hier drüben. Huf. Leute, wo seid ihr? Trink ich oder so? Ich drücke mal auf den falschen Knopf. Leute, wo seid ihr? Stink ich oder so? Was wir vielleicht brauchen. Der Geruch meiner Mama hängt an mir fest. Das ist der Geruch meiner Mama. Das ist mein Welptüchlein. Mein Babytuch riecht nach meiner Mama. Meine Alabama Mama. Die war immer lieb. Ich schlafe in ihren Stripperklammern. Und wer brunftet hier rum? Hey, ich wird wieder gebrunft. Cool. Sie sollten helfen. Hier gibt's noch Kugeln. Wir können optional irgendwelche Vorräte finden, ne? Oh, mir geht gerade böse die Munition aus. Wo ist der Hocker? Ey, guck mal, wir haben auf einmal einen Spieler irgendwie. What? Ja, zwei Spieler. Die Bots vermissen. Mal mit Bots läuft's einfach, ne? Oioioioioi, wer hat da mal die Vögel verschreckt? Oh, das war ich, ja. Ich hab da auf den Dicken geschossen. Hinter uns kommt ein Big Boy. Hinter uns ist Bruce. Aber was ist da hinten mit dem Heslon Drackfaust? Warum rennt er da irgendwie in der Wildnis rum? Keine Ahnung. Wir waren noch nicht hier. Hier ist noch eine Hütte, wo wir auf jeden Fall noch nicht drin waren. Die will ich auf jeden Fall noch rein, weil der ist auch noch ein bisschen Geld. Taschengeld. Da ist wieder jemand auf dem Klo gestorben. Böse Kiste, ganz, ganz böse Kiste. Hä, hier ist auch irgendwie, warum sind wir zu fünft? Hä, wie, wir sind zu fünft? Ja, da hinten rennt Drackfaust rum. Oder ja. Darkfaust. Hier ist Zelgalis. Ja. Und hier ist die Tussi mit den lila Haaren. Hä? Die steht hier neben mir. Das ist eine Alabama-Nussmischung. Das nennt man Alabama-Nussmischung, mein Freund. Der Alabama-Nuckingham. Alabama-Nuckingham. Hä? Alter hier, der. Wow, ich bin hier hinten gepistet. Uff, Leute. Da ist. Ja, ich muss hier, ist noch ein anderer eingesperrt. Express selten. Hä, Bot Kali ist zweimal da. Guck, Bot Kali und. Ja. Läuft. Okay, cool. So eine Art, das sind so eine Art Stützräder, wenn man richtig dumm ist. Wie so ein Delfin, aus dem man die Luft rauslässt. Ja. So klangen sie damals, die Robben. Ja. Als wir sie kloppten. So wie die Robben, als wir sie kloppten. Wo warst du, als wir sie kloppten, die Robben? Im September. Im September, im September. Robben kloppen im September. Oh. Ist erste Hilfe noch an der Wand? Oh, dann lang ich doch mal rein. Also ein kleinen gratis Bandagetti ist immer gut. Also einer dieser Bots ist illegal hier. Illegale Einbottung, wer kennt's nicht. So, gehen wir mal rein hier in die alte Stube. Was fehlt aber hier wieder unser Mate? Das lasse ich hier. Wieso bin ich hier die Einzige? Wo bleibt er denn, der Dude? Das fühlt sich gut an. Ganz schön eng hier drin, ne? Alle da? Ja. Selbst der illegale Bot. Selbst der illegale Bot. Ja, spielt mit. Ich sag ja, Bots sind ein Segen. Illegal Botning. Roman Botlanski. Ah, getötet 193. Getötete Mutation 8. Der Clock. Unten am Klondike, ne? Unten am Klondike. Klöppelklon. Klondike, das ist ein Fluss, oder nicht? Ja, Klondike River, oder
Ich weiß, es ist, glaube ich, einfach ein. Aber das ist auch immer so eine. Irgendwie ist es auch immer so eine Adresse für Leute, die dubiose Tätigkeiten machen, ne? Goldschürfen. 555 Klondike oder sowas. Wählen Sie jetzt 555 Klondike. Machen wir das Kapitel jetzt noch oder. Ja, das machen wir noch. The Glock. The Clock. Am Klondike. Was? Hast du einen Schlaganfall? Mann, ich glaube, ich hatte neulich einen leichten. Mein Gesicht auf einmal ganz taub gewesen und so. Oh geil, Schwachpunktschaden. Das nehme ich mit, das ist richtig gut. Mal hier, wenn du oder dein Helgates Team... ist aber noch dabei. Ich habe eine Karte, selbstsicherer Killer. Wenn du oder dein Team eine Mutation tötet, verleiht dies bis zum Ende des Levels 1% Schaden. Oh geil. Bis zu 15%. Alter, 15, das ist schon heftig. Die nehme ich, glaube ich, mal mit, die Karte sieht gut aus. Nimm die mal mit. Was ist das denn? Ich höre da irgendwie den Ruf des Alabamas. Helgates ist halt noch. Alter, guck mal hier, Dosen. Krass. Was gibt's denn hier alles? Saure Bohnen? Boom. Boom Bohnen. Hier, guck mal hier. Chicken-Stolz. Der Hühnerstolz. Mein Onkel war stolzer Hühnerzüchter. Der ist damals für die Hühnerzucht gestorben. Bestätigt. Viel Glück. Hope One out. Oh, wenn ich das hier nehme, Handhabung, Beweglichkeit, ah komm. YOLO-Swaggen. Jetzt die Frage, nehme ich Verbesserung schneller Gegenstand? Ich nehme mal noch eine Pickgun mit. Ich nehme das mal noch mit. Für alle. Bereit oder nicht, wir müssen weiter. Tighter. Kennst du das Wort Tighter? Tighter? Tighter. Nein. Früher, so ältere Leute haben bei Hunden immer gesagt, komm, sollen wir tighter gehen? Was heißt denn das? Schneller gehen? Oder? Keine Ahnung. Sollen wir tighter gehen? Sollen wir raus? Das war, also, die haben es benutzt für, sollen wir raus? Ist in der Übersetzung verloren gegangen. Achtung, ich werde hier von so einem Hirnsauger entführt. Ich schieße in deine Fresse, aber es geht nicht. Guck mal, das Wetter ist genauso wie unser Wetter, ne? So ein ekelhafter, ja, nasser Wind. Nasser Sockensturm. So ein nasser Rangelwind. Feuchtrangeln. Also, ich hab einen Helm. Ich hab einen Helm. Durchgespielt. Ich hab Leben durchgespielt. Zombie durchgespielt. Oh. Oh, da hinten ist Big Bruce. Ja, den musst du in seine Bruce-Fresse schießen. Schön abgebrochen. Achtung, was ist das denn? Was ist denn der da drin? Ein Breaker. Der Videofaker. Oh, hinter uns kommt eine Seuchenzone. Der erzeugt eine Zone. Der erzeugt eine fiese Zone. Ich würde ihn gerne breaken, aber... Boah, jetzt wird er auf einmal feige. Ja, nice. Oh, wir müssen das Ding hier schnell. Wir müssen den Klondike schnell überqueren. Kloaken River hier. Guck mal, wie der da sitzt. Siehst du es auch? Knickt in dem Container. Oh, die Muni brauche ich. Ist ja voll der Schiffsfriedhof hier. Ja, oder? Ja. Krass, ne? Ja. Achtung, Helm. Oh, wow, der saugt mich. Der Wesley Crusher. Ich bin tot. Warum? What? Wo bist du? Kann ich dich holen? Wenn du da ins Wasser fällst, bist du weg. Ich bin ein tiefes Loch. Kommst du nochmal wieder dann? Ja, ich bin da. Ja, ist das ein anderer Bot jetzt? Ja, ich bin der andere Bot. Ach so, wirst du dann nicht wiederbelebt? Nein, wenn du ins Wasser fällst, bist du weg. Uff, ich wollte mir da hinten nämlich noch die Axt holen. Oh, du warst vorbei. Bob Mom kann ich jetzt irgendwo. Da hinten kann man Bob Mom retten. Ah, okay. Bob Mom. Aber wie kommt man jetzt hier rüber? Boah, ich. Ich habe jetzt gar nicht mehr meine geilen Karten und so. Das ist mies. Wenn ich die jetzt rette, kann ich wechseln? Ich hätte so eine schöne Power Mom. Ah, ja. Jetzt bin ich wieder Mom. Oh, Gott sei Dank.
Hinter uns kam doch so ein Panzerjockler. Bäh! Er da oben. Down. Ja, wir müssen hier rüber. Also, du darfst nicht ansatzweise ins Wasser, ne? Das ist sofort bist du RIP. Wo geht's denn lang? Voll verwirrend. Der Schiffsfriedhof. Ja, ich weiß auch nicht. Da hinten sind Gegner, also muss man noch irgendwie da hinten hin, oder? Ah, hier, hier, hier. Dann hier runter. Ah, ja, warte mal, hier geht's lang. Nochmal Geld. Vor dem Kollaps hatte ich viele Informationen zusammengetragen. Hier ist Kisch. Dass der militärisch-industrielle Komplex mit dem Ausbruch zu tun hat. Echt jetzt? Das brauche ich noch. Ich muss das versorgen. Ja, nein. Guck mal, hier ist eine Tür, die manchmal auf mit dem Pickerdick. Hey, Gegenstand kann nicht genutzt werden? Ich kann die nicht aufmachen, warum? Kannst du die aufmachen? Ich habe einen Pickerdick dabei, aber kannst du dich verwenden. Hey, er kann. Komisch. Ich, weil ich gestorben bin? Was haben wir denn hier? Weiß ich nicht. Ein bisschen Geld war hier. Oh, hier kannst du dich heilen, ne? Das ist so ein Kasten. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich viel Leben brauchen. Top! Mein erster Hilfeschrank! Alter, aber... Wow, 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 hier ist so ein... Achtung, der kann auch explodieren. Nicht, dass man ins Wasser rein geschleudert wird. So. Was? Wo habe ich denn jetzt den Türalarm wieder ausgelöst? Ich habe einfach einen Zombie geschossen. Wir müssen hier weg, sonst fallen wir da gleich runter. Hörst du schlecht? Lass mich in Ruhe. Ja, lauf weiter nach vorne. Ja. Hier geht's rein. Ach du, hier sind Millionen von Gegner. Hier noch einen hier. Ja, ist down. Oh, hier ist auch noch ein Kotzmann drin. Ist down. Voll viele Kotzmänner hier drin, ne? Ja, richtig abgekotzt. Ein Defi liegt da rum. Ja, mit Defi brauchen wir im Moment ja gar nicht. Hinter so eine Kiste. Geld, Kiste. Brauche ich beides nicht. Ah. Bin hier, oh, oh, hier oben geht's weiter. What? Der ist da runtergesprungen. Unten, unten, unten. Unser Mate ist unten angesaugt von einem Bruiser. Boah. Das ist eben gerade ganz schön eskaliert, du. Mach ich immer hier die fette Arzttasche. Wir haben noch 5 Minutes. Vielen Dank. Gut gemacht. Ist nochmal Geld drin? Was macht Kali da? Aerobic. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Na, sieh mal einer. Ah, da oben. Ich komm wieder. Scharfschützengewehr. Oh, hier ist Ende. So, alle Mann rein. Shotgun hier. In die gute Stube. Mann, das fühlt sich gut an. Haben wir's geschafft. Zack. Nice. Geil. Die eine hat noch so ein Munitionsei gelegt. Ja. Ja. Hatte noch einen leichten Munitionsschiss in der Hose. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.